Hey Leute und ein ganz herzliches Willkommen zurück bei Skyrim in einem, ja, wir sind wieder in einem Schneesturm. Ich habe irgendwie das Gefühl, sehr, sehr, sehr viele Folgen fangen, beginnen oder enden in einem Schneesturm. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich nehme an, das liegt daran, dass wir uns meistens hier oben im Nordosten von Skyrim aufhalten. Denn da ist es ja auch ein bisschen schneeiger und etwas mit Eis bedeckt. Ich habe mal unsere kleine Einkaufstour erledigt, ohne das Ganze aufzunehmen. Ich denke, das ist ziemlich langweilig. Es war auch eigentlich nur sehr, sehr, sehr viel hin und her gelade dabei und von einem Händler zum anderen und hast du nicht gesehen. War jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Ergo habe ich euch das erspart und dann habe ich mich auf die Kutsche gesetzt und jetzt sind wir wieder hier zurück in, ja, wie heißt denn das nochmal auf Deutsch? Es heißt Winterfest. Ja, richtig, okay. Wir sind zurück in Winterfest. Wir haben mit zwei Quests erledigt, beim letzten Mal und beim vorletzten Mal. Und zwar haben wir den Stab von Endtier besorgt, das ist kein Problem, den können wir wieder zurückgeben. Allerdings bei der zweiten Quest, da bin ich so ein kleines bisschen am Grübeln. Und zwar ging es da um den Stern von Azura oder Azura oder wie auch immer. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich schon nicht so richtig gewusst, was ich da machen soll, wie ich das aussprechen soll. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann ihn entweder zu der Frau bringen, die am Schrein oben ist, oder ich kann das Ding zu dem Menschen hier in der Taverne bringen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mir jetzt nicht nochmal alle alten Folgen angeguckt, hat der Typ hier in der Taverne mir gesagt, dass die Frau an dem Schrein doof und böse ist und so, und dass ich das doch lieber ihm geben soll, weil das irgendwie eigentlich ein ziemlich böses Artefakt ist. Ist jetzt eine gute Frage, was wir genau machen. Ich bin nämlich eher dafür, wir bringen das ganze Ding tatsächlich zu Nelakar, heißt der Typ. Denn, ich weiß nicht, ja, die komische Frau da oben ganz alleine an dem Schrein, die ist mir auch nicht so richtig geheuer eigentlich. Ich glaube, ich werde das mal ihm geben und dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Wir haben jetzt auch die deutsche Version, wir verstehen ja jetzt endlich alles, beziehungsweise ihr versteht jetzt endlich alles. Und ich denke, wir gucken uns mal an, was der dazu zu sagen hat, wenn wir ihn denn finden. Wo ist er denn? Wenn er etwas braucht, sagt es mir. Bist du im Schrank? Nein, du bist nicht im Schrank. Hier bist du. Hallo. Ach so, ach, das ist der Schatten von dem Ding da oben, ja. Wunderschön, ich habe so eine Mod installiert, die mehr dynamische Schatten macht. Der Schatten sieht jetzt natürlich echt groß aus, ne? Naja, es wird schon so richtig sein. Moment hier, Nikala, erzähl doch mal. Ist das so ein Standard-Typ? Ich habe eine Chance, die Dinge in Ordnung zu bringen. Ich kann Marlins Arbeit beenden, so wie wir es vor seinem Wahnsinn geplant hatten. Das war dieser verrückte Meister, ne? Stern von Azura zu trennen. Wenn wir fertig sind, würden nur dunkle Seelen in ihn eindringen können. Ich weiß nicht genau, worum es da jetzt geht, aber machen wir mal. Gib mir eine Minute, um den Stern zu untersuchen. Mal sehen, was wir tun müssen. Diese Risse und Sprünge lassen nichts Gutes erwarten. Okay. Als Marlin die Akademie verlassen hatte, hat die Verzweiflung offenbar immer mehr von ihm Besitz ergriffen. Ja. Und jetzt? Oh. Er hat es tatsächlich geschafft, seine Seele in den Stern zu bringen. Aber der Stein bricht auseinander. Er braucht immer mehr Seelen, um sich zu erhalten. Das ist nicht gut. Wir wollen ihm keine Seelen geben. Habe ich recht? Der Stern wird benutzt, um Marlins Seele zu erhalten. Solange sich dieses Fragment von ihm noch im Stern befindet, kann ich ihn nicht in Ordnung bringen. Okay, also wir müssen da irgendwas gegen tun, ja? Aber wir können Marlin nicht einfach fortzaubern. Dagegen hat er Vorkehrungen getroffen. Seelen dürfen nur hinein, aber nicht hinaus. Wenn wir irgendwie eine Seele in den Stern schicken würden, eine, die bereit wäre, Marlin... Ich sehe das richtig, ne? Du willst mich jetzt da reinstopfen, dann soll ich diesen Typen abmurksen, oder? Genau. Eine spezielle Seelenfalle. Euch in den Stern bringen, ohne euch vollends zu töten. Sobald Marlin erledigt ist, hole ich euch. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, was der erzählt. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich würde sagen, ich hatte am Anfang einen Quick Save. Und es war jetzt gerade erst der Anfang der Aufnahme. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das dauert und was das für ein abstruses Abenteuer wird, aber ich glaube, das wäre perfekt für diese Aufnahme, oder? Okay, was mache ich denn, wenn ich da drin bin?
Ihn daraus zu entfernen, müsste theoretisch genauso funktionieren, wie anderswo einen Geist zu töten. Das heißt, ich beschieße ihn einfach mit meinen Feuerbällen, ja? Magische Halteleine an eurer Seele befestigen. Wenn ihr fertig seid, brauche ich euch nur noch zurück in euren Körper zu ziehen. Okay. Und erzähl mir nochmal was. Marins Seele ist ein hoffnungsloser Fall, weil sein Körper tot ist. Aber euch werde ich an diesem Ende gerade so eben am Leben erhalten. Aber okay. Wenn ihr im Stern sterbt, wird eure Seele zerbrochen. Wenn das geschieht, kann euch niemand mehr helfen. Na gut, ich würde sagen, machen wir das einfach mal. Verrückte Magier in dem Ding und wir lassen unsere Seele einfach mal da rein. Ja, komm. Bleib hau rein. Froh. Das könnte wehtun. Das klingt nicht so, als fände ich das wahnsinnig. Zuerst muss ich mich eurer Seele bemächtigen. Oh, toll. Jetzt atme tief ein. Okay. Meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon. Oh Gott. Wie sieht das denn aus hier? Wartet, irgendwas mit euch ist. Kann ich mich anders. Hier interessant umgucken, okay. Ja, jetzt haben wir zwei Badass-Antworten, oder wie? Na komm hier, ihr könnt eurem Schicksal nicht entrinnen. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Und jetzt werde ich ihn mit einem Feuerball wegschießen. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Naja, komm. Ich würde sagen... Oh. Ach du Scheiße. Oh, der hat aber viel Leben. Beziehungsweise der macht auch ganz schön viel Schaden. Das wird ein sehr, sehr einseitiges Magier-Duell, fürchte ich fast hier. Wer ist das denn da? Ich kann dem... Ach du Scheiße. Heilung. Oh, das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, welcher von denen welcher ist. Okay, das war nicht gut. Ich glaube, ich sollte vielleicht direkt davor nochmal einen Quicksave anlegen. Wie wäre das denn? Okay, ich werde das jetzt nochmal gerade hier durchspulen. Bei Standard, so, komm. Ja. Ja, komm. Gebt mir eine Minute, um den Stern zu untersuchen. Ach ja. Was wir tun müssen. Deshalb speichere ich so oft, liebe Freunde. Deshalb müsste das ständig das Quicksave ertragen, damit wir uns sowas nicht nochmal antun müssen. Ach ja, na gut. Können wir jetzt bitte hier, ich möchte mit dir reden. Aber der Stein bricht auseinander. Er braucht immer mehr Seelen, um sich zu erhalten. Hallo. Ah, sehr gut, okay. Tja. Zack, erzählen wir mal irgendwas so... Ich sage ihm natürlich genau dasselbe. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich sowieso keine Auswirkungen, aber ich finde, das passt einfach besser, wenn wir ihm jetzt genau dasselbe sagen. So, dann einmal ganz kurz abbrechen. Quick Save. Und rein da. Komm, hallo. Lass mich da rein. Und wobei eigentlich könnte ich auch... Ich könnte auch, wenn ich da drin bin, speichern. Andererseits, wenn ich da drin speichere, weiß ich nicht. Am Ende schaffe ich es nicht oder so. Naja, gut, okay, ich speichere hier drin auch nochmal schnell so. Und wer seid dieses? So, speichern. Dann werden jetzt die Leute hier alle weggeschossen, würde ich sagen. Der flieht, okay, ich sehe das schon. Nein, von wegen. Die mit ihren hässlichen Schilden immer. Schlimm ist das. Und dann sehe ich hier auch noch nichts. Das ist ganz fies. So, einer weniger. Uah. Speichern. Boah, ich von dem da unten... Ich sehe überhaupt nicht. Warum ist das hier so fürchterlich? Uah. Ich sehe nichts. Heilung. Heil dich doch. Puh, okay. Problem, der ist da hier. Warum ist das hier so furchtbar? Der war jetzt aber... War der wiederbelebt? Das ist nicht gut.
Wenn die sich hier natürlich auch noch die ganze Zeit wiederbeleben gegenseitig, ne, dann ist das ungünstig. Ah, shit. Ich hab einfach nicht genug Mana dafür hier. So. Eins. Moment, ich brauch mal gerade, ich nehme mal hier so ein paar Tränke. Ich weiß, ich bin ein bisschen ruhig gerade, es tut mir leid. Ich muss mich ein kleines bisschen konzentrieren. Ich versuche die hier ja auch irgendwie umzubraten, aber vielleicht noch irgendwas mit Mana-Regeneration oder zusätzliche Magika. Nee, lohnt da Magika regenerieren, aber anfälliger gegenüber Magie, das hilft natürlich dann nicht so viel. Ich nehme mal, hier kommen die kleinen Potions. Habe ich ja quasi gerade auch erst zusammen gemixt. Eieiei, der hält auch so viel aus hier. So. Die sind alle tot, das ist schon mal gut. Haben die irgendwas dabei? Ein D3-Herz, auch schön. Der ist da unten. Hoppala. Der ist da unten. Kann ich da durchschießen? Tatsächlich, ich kann da durchschießen. Ich treffe ihn sogar, teilweise. Naja, das war jetzt nicht so gut. Ja, ich habe ihn wieder getroffen. Komm, einer noch. Zauber und... Ha, erwischt. Marlins Verzauberungen Nein. sind gebrochen. Wartet. Nein! Ich hole eure Seele dort heraus. Nein! Macht euch bereit. Ich muss ihn noch... Nein, halt. Ich muss ihn noch looten. Ich muss ihn noch dringend looten. Uiuiui, okay. Stab der Flammen. So. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Jetzt kannst du mich rausholen. Okay, nicht, dass hier unser Loot davon geht. Wo ist er? Da ist er. Die Taubheit wird vorübergehen. Überanstrengt euch nur nicht. Okay. Der Stern wurde von Azura entfernt. Und Marlins Seele hat jetzt endlich in gewisser Weise Frieden gefunden. Wenn auch in der Nicht-Existenz. Ja, ich würde sagen, das war ja ganz erfolgreich. Und was machen wir jetzt damit? Jetzt? Ihr könnt ihn für den Zweck nutzen, für den er bestimmt war. Um schwarze Seelen für Verzauberungen zu nutzen. Der schwarze Stern wird niemals verfallen. Aber er kann die weißen Seelen niederer Kreaturen nicht mehr halten. Behaltet ihn. Dieses Kapitel meines Lebens würde ich lieber hinter mir lassen. Glückwunsch. Ihr habt das Schicksal eines dädrischen Artefaktes geändert. Ja, das ist ganz schön, aber ich will gar keine schwarzen Seelensteine. Ist ja auch egal. Mhm. Ist das jetzt hier... Das Ding gehört jetzt mir. Kann ich das nicht zu der Frau zurückbringen da noch jetzt? Ich meine, ist ja... Bin doch ganz nett und so. Ich könnte ihn doch jetzt noch wiedergeben. Hast du mir sonst noch irgendwas? Nee. Sonst nichts zu sagen? Okay. Ein sehr unerwartetes Abenteuer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da in dieses komische Artefakt reineiern soll. Ich muss mir das mal gerade angucken. Das liegt doch jetzt bestimmt in meinem Inventar rum. So, haben wir das hier vielleicht? Wie hieß denn das? Tja, wo ist das wohl? Ich könnte natürlich auch einfach hier gucken. Irgendwas mit der schwarze Seelenstein oder so? Der schwarze Stern. Leer. Ja, schön. Okay, naja gut, ich behalte den mal. Passt schon. So, dann müssen wir jetzt noch Entir seinen Stab zurückgeben, damit er von diesem anderen komischen Typen das Amulett rausrückt. Es war ein Amulett, glaube ich, ne? Irgend so ein Familienerbstück oder so. Ich mache mal gerade Licht hier, man sieht ja sonst gar nichts. Sonst seht ihr mich auf YouTube ja nur durch die Finsternis eiern. Kriegen wir sogar noch einen Skillpunkt für, ist ja auch nicht schlecht. Wollte ich ja auch eigentlich immer mal haben. Also Skillpunkte für vielleicht mal irgendwann bessere Lichtzauber oder so, wäre ja nicht schlecht. So, Entir ist hier vorne irgendwo. Hall of Attainment. Tja, gut. Entir, wo bist du? Was ist denn hier mit dem Licht los? Ist ja furchtbar. Eieiei, was ist denn hier los? Da muss aber mal einer die Birnen wechseln hier. Was ist das denn? Okay, hallo, Entir, da bist du ja. Okay. Die Akademie, Himmelsrand, ganz Tamriel, schuldet euch ich weiß. Großen Dank. Ich weiß, aber ich habe den Stab schön, hier. Mit euch Geschäfte zu machen. Gut, und jetzt müssen wir das zu Onmund bringen, das Amulett, der ist auch hier, der ist da unten. Kann ich hier nicht so rüberhüppen? Doch, kann ich. Ha, zack, so, Abkürzung. Nicht schlafen hier, ich habe hier deinen komischen Kram. So ich hab dein Amulett könnte. Wieder. Teufel, die hat recht, nicht wahr?
Die Magie kann einen wirklich überwältigen. Ja. Hier, bitteschön. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich zurückgeben würde. Ja, das war jetzt auch nicht so einfach. Ich musste dafür so ein paar Vampire abmurksen und so. Hast du da vielleicht irgendwie irgendwas, was ich... Nicht? So Belohnung oder so? Nicht? Ach, guck mal, folgt mir, ich brauche eure... Ach so. Nein, gar nicht. Ich finde, es ist ein Segen. Okay. Der ist jetzt also quasi ein Gefährte für mich. Ich kann dem sagen, komm mit, und dann läuft er mir hinterher und zaubert irgendwie da fancy Sachen und so. Aber ich mag ja keine Leute. Hallo Teufel. Gut zu sehen, wie geht's dir? Dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem Mann Hoffnung. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ach ja, Erzmagier. Ich glaube, da gibt es etwas. Der Jarl von Rifton hat sich an uns gewandt. Okay. Es ist offenbar eine Störung aufgetreten. Nach den wenigen Einzelheiten zu urteilen, die wir kennen, klingt das recht vertraut. Ich nehme an, dass die Energie, die das Auge von Magnus freigesetzt hat, außer Kontrolle geraten ist und sich in diesem Teil von Himmelsrand gesammelt hat. Ich dachte, wir sind fertig mit dem komischen Kram. Stab des Magnus habt. Ihr werdet ihn vermutlich brauchen. Oh, toll. Na gut, zeig mir erstmal, was du vielleicht noch hier so, ob du irgendwas zu... Na, ich wollte tatsächlich mal was kaufen. Ich drück schon immer automatisch da unten hin. Okay, der hat aber nur Müllzauber, die will ich alle nicht. Der Stab des Magus, den hab ich garantiert in White Run gelassen, oder? Oh. Das ist doch jetzt wieder ewig bis da hinten hin. Der Riss... Riften ist hier unten, oder? Ist das nicht? Das ist Riften. Oh nö, da unten ist das. Okay, also... Ja, nee, das mache ich, glaube ich, mal anders. Das hat Zeit. Ich meine, ja, wir haben zwar hier... Das haben wir zwar alles zu verantworten, aber ist mir egal. Das wird schon passen. Wo ist denn Gauldur? Ist das hier irgendwo in der Nähe? Nee, Gauldur ist da hinten. Das ist doof. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir da nicht noch irgendwas mit dieser Klaue von der Frau hier oder so? Moment. Ich hatte doch mal hier in der Stadt irgendeinem die komische Klaue da abgekauft oder was. Hab ich das... Oder... Ah ne, das hatten wir schon gemacht, ne? Das ist sogar, glaube ich, gar nicht so lange her. Tja, dann... Liebe Leute, würde ich mal sagen, wie wäre es, wenn wir denn mal langsam mit der Hauptstoryline weitermachen? Wäre das eine gute Idee? Ich halte das für eine gute Idee. Ich habe, glaube ich, auch halbwegs Platz im Inventar. Ja, das sieht doch gut aus. Mit dem Platz im Inventar können wir uns doch durchaus mal da dran machen, ein bisschen der Hauptstoryline zu folgen. Denn wir wollen ja auch irgendwann mal... Na, vielleicht wollen wir nicht irgendwann mal fertig werden, aber ich möchte irgendwann mal da ein bisschen weiterkommen. Ich habe ja noch so viele Sachen, die ich gerne sehen möchte. Zum Beispiel endlich hier den Berg ganz, ganz, ganz oben. Ich erinnere mich, wenn man irgendwann in der Mainquest soll man, beziehungsweise, was heißt in der Mainquest, irgendwann soll man hier noch ganz, ganz nach oben kommen. Da soll doch noch der Chef von den Graubärten da sein. Und da hatte mir doch der Anführer damals gesagt, hier, ja, wenn du dann bereit bist, dann weißt du schon, dann kannst du da hochgehen. Und hast du nicht gesehen, das ist ja schön, aber... Ich will da jetzt auch irgendwann mal hin und ich nehme an, wenn ich jetzt die Hauptstoryline weiterfolge, dass ich dann auch tatsächlich irgendwann mal da oben hinkomme. Okay, also was ist der große Plan? Der große Plan ist, wir müssen nach da ganz hinten. Da müssen wir hin und das ist natürlich wieder am schlausten, wenn wir natürlich wieder zurück nach Windhelm laufen. Das haben wir jetzt aber schon tausendmal gemacht, das ist eigentlich auch langweilig, ne? In Dämmerstern war, glaube ich, keine Kutsche, wenn ich mich richtig erinnere. Also müsste ich ja fast schon nach Windhelm laufen, oder? Ja, oder wir gehen hier mal wieder quer durch die Pampa und dann kommen... Ach komm, das ist doch... Das sind Gegenden, da waren wir, glaube ich, noch nie. Da können wir doch mal... Dann machen wir einfach mal eine Fußreise hin. Ein langer Gewaltmarsch. Das muss doch auch mal sein. Ich habe auch da so eine kleine Mod installiert, die... Also, ich... weiß, ich spiele sehr, sehr, sehr viel mit irgendwelchen Mods rum. Es tut mir leid, aber ich finde die alle sehr interessant und ich möchte gerne mein Spielerlebnis dahingehend noch ein kleines bisschen bereichern mit solchen Sachen. Ich habe nämlich eine Mod installiert, die sehr viel an der kompletten Welt verändern soll. Überall so kleine Details, da mal ein paar Bäume und hast du nicht gesehen. Sowas. Ich werde jetzt mal gerade schlafen, damit es ein bisschen heller ist. Ich habe keine Lust, immer durch die Dunkelheit zu
gurken, vor allem in so einem fiesen Schneesturm. Da sieht man ja eh immer nichts, ist ja langweilig. Wir wollen ja auch ein bisschen was von der Gegend sehen. Und ja, vielleicht ist ja ein bisschen was Schönes dabei hier unterwegs. Vielleicht finden wir irgendwelche interessanten Sachen. Sehe zum Beispiel, dass da hinten irgendwo eine Höhle ist. Und ich habe schon wieder irgendwas gehört, was offensichtlich aber nichts war. Also wie gesagt, ich sehe da hinten schon wieder eine Höhle. Da können wir doch eigentlich mal gerade hinlaufen. Wenn wir schon hier, da oben ist der Schrein, hier ist ein Corundum-Erz, eine Corundum-Erzader. Machen wir uns doch einfach mal auf den Weg und vielleicht finden wir unterwegs auch noch ein Abenteuer oder sowas. Ich bin schon wieder außer Atem hier. Aber, oh, da hinten ist ein Frosttroll. Du hässliches Drecksvieh. Ich hasse Trolle. Was so schlimm. Ja. Da bin ich mir erschrocken, dabei war es nur eine kleine Ratte. Ich hasse Trolle fast so wie die Elfennase. So, weg damit. Alles umbraten. Und weg sind... Was bist du? Ach so, du bist nur eine komische Bergziege. Ich hasse Trolle fast so wie ich Elfen hasse. Und das will schon echt was heißen. Was haben wir da unten? Kumpel, was machst du da? Warum haust du die Ziege? Lass die Ziege in Frieden. Die hat ja doch bestimmt gar nichts getan. Und du bist sogar ein Bandit. Das ist schlecht für dich. Würde ich mal fast sagen. Na, es war schlecht für dich. Sagen wir es mal so. Und du hast nichts Ordentliches dabei. Das ist aber schon ein bisschen fad, finde ich. Wobei, ich sollte mich nicht beschweren. Am Ende kommt irgendein böser Vampir oder so und brät mich weg. Das wäre auch nicht so schön. Also, dann doch lieber sowas. Aber hier ist auch. Hier ist diese Höhle. Hier gehörte wahrscheinlich der Bandit zu, ne? Bodenloses Loch. Ein Boden... Ach so. Oha. Das hier sind so komische Falmer-Dinger, ne? Nein, nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Lust, gegen irgendwelche komischen Falmer zu kämpfen. Ich hasse die Viecher. Die nerven und die erschrecken mich und ich habe Angst vor denen. Gib das ganz männlich zu, ich habe Angst vor denen. Nein, stimmt gar nicht, aber ich mag diese ganzen urdunklen Höhlen nicht unbedingt. Da muss man noch so viel Licht sauber machen und man sieht die ganze Zeit. Das muss ja alles nicht sein irgendwie, ne? Da ist es doch viel... viel schöner hier draus. Vor allem jetzt haben wir mal ausnahmsweise hier keinen Schneesturm. Das müssen wir auch ein bisschen ausnutzen, finde ich zumindest. Ich frage mich gerade, ob es auch irgendwie sowas wie einen Sprintzauber gibt oder so. Das wäre mal interessant. Aber nö, die ganzen interessanten Zauber, die kriege ich ja alle nicht. Ich habe wieder vergessen, meine Sachen zu verzaubern. Das hätte ich ja zum Beispiel machen können. Ich hätte meine Schuhe verzaubern können mit Ausdauer. Dann hätte ich ja quasi schon einen Ausdauerzauber. Zumindest ein kleines bisschen. So in der Art. Was haben wir denn hier? Das sieht doch nach einer Zwergruhe. Hier war ich bestimmt auch schon mal, ne? Da ist ein Schalter. Ob man da irgendwie reinkommt? Hier ist eine Schippe. Schippe, Schaufel ist alles dasselbe. So. Tja, ich glaube fast, da komme ich nicht rein, was? Tür hat da auch irgendwie überhaupt nichts. Vielleicht ist es auch nur zur Dekoration. Ich will natürlich immer, dass überall irgendwas Interessantes ist, aber ist ja meistens nicht so. Na gut. Gehen wir mal einfach mal weiter. Vielleicht finden wir noch was. Oh, da oben sind Vögel. Das ist schön. Oh. Ist ein Leuchtturm. Interessant hier in der Gegend. Leuchtturm, so mitten am Hintern der Welt. Sollten Leuchttürme oder sowas nicht eher irgendwo dastehen, wo vielleicht auch, weiß ich, so ein Hafen oder sowas ist? Das wäre doch prima. Da könnten die Schiffe quasi direkt dahin fahren. Ich höre schon wieder irgendwas. Das klang jetzt gerade irgendwie wie ein Zauber oder so, wie ein Eiszauber. Und hier geht's hoch. Da geht's ganz tief. Oh. 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 Das war ein Banditenraufroll. Das war, definitiv war. Warst du das? Seid ihr... Okay, ihr seid irgendwie böse. Du bist auf jeden Fall böse. Dich kann ich erstmal töten. Oh oh. Zack, Frostharthronarch, weg damit. Und den Beschwörer können wir auch mal umschießen, so. Nein, den Beschwörer nicht den Berg runterrollen. Der hat doch vielleicht irgendwas Interessantes dabei. Eine Bergblume, einen Wundertrunk und einen Zwergendolch. Das nehmen wir doch erstmal alles mit. Dann ist hier noch so ein komischer Bandit. Der sitzt ein bisschen komisch da in der Gegend. Und trotz der Physik, zumindest sieht er so aus. Und wo ist... Hallo? Ach, der Atronarch war beschwören. Deswegen ist er beschworen. Beschwören war der. Der war beschwören, ey. So richtig beschwören. Deswegen ist er nicht mehr da. Beschwörende Viecher, die verschwinden ja einfach so dann.
Und haben keinen Loot dabei. Ich würde sagen, der Beschwörer hat die hier ganz schön weggebraten, was? Beziehungsweise eher sein Atrunda. Ich glaube, oben ist irgend so ein Grab. Ich mag Gräber. Da gibt es immer Drachenschauts und so. Da könnten wir doch eigentlich mal reingehen, wenn wir schon hier auf dem Weg dahin sind. Das Problem ist, ich sehe schon, dass das schief gehen könnte hier. Weil ich nicht über den Berg rüberkomme und das auf der ganz anderen Seite vom Berg ist oder so. Mal wieder ein bisschen Bergsteigen. Haben wir ja auch lange nicht mehr gemacht, muss man ja einfach mal so sagen. Ich habe die meisten Reisen in letzter Zeit eher übersprungen. Oder wir waren irgendwie auf dem flachen Land unterwegs, da Richtung Vampirhöhle und so. Ist denn jetzt dieses... Hallo? Da vorne ist das. Toll. Habe ich fast keine Meter gut gemacht. Jetzt bin ich um den Berg einmal rumgegangen und gehe wieder zurück. Da hinten ist... Nee, ja, da hinten ist Windhelm. Okay, eigentlich hatte ich erwartet, ich gehe nicht nach Windhelm, beziehungsweise... mal irgendwie den Fußweg, aber ich glaube, jetzt bin ich schon fast wieder da. Jetzt kann ich gleich auch nach Windhelm gehen. Ach ja. Oder das ist doch hier, oder? Ja, da hinten. Ah, nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Windhelm ist noch ganz, ganz weit weg. Okay. Ich wollte gerade sagen, sind wir doch nicht so weit vom Weg abgekommen. Gut. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem Grab aus. Ich sehe keine Gegner oder so. Ich höre aber Leute. Hallo? Benjam? Nee, wer seid denn ihr? Eisenbundhügel. Hallo? Still, Salma. Wow. Wir sind nicht allein. Ich hab mich erschrocken. Ich dachte, er hat so eine komische Drachenpriestermaske auf, dabei war es nur ein Agonia. Es tut mir leid, es war nicht so gemeint, echt nicht.